Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Susanne von Bollenhut Art und heute ist schon der zweite Advent. Es ist unglaublich, wie die Zeit rennt. Also ich habe das Gefühl, die rennt. Das ist Wahnsinn. Ich bin gerade vorher mit meinem Töchterle unten gesessen, haben einen Kaffee getrunken und haben uns ein bisschen unterhalten. Und da habe ich ihr eine Karte gezeigt, die bei mir angekommen ist am Samstag. Und zwar, ich blende die euch jetzt irgendwo gerade mal ein. Also, wie ihr seht, die ist wunderschön. Die ist von der Ursula Schmöcker. Und die Ursula hat mir geschrieben, Hallo Susanne, deinen Gedankengang mit Resten für eine Karte habe ich jetzt vollzogen. Da du immer sehr schöne Sachen bastelst, möchte ich dir diese Karte schenken. Ich liebe deine Videos. Eine schöne Adventszeit für dich und deine Familie. Liebe Grüße von Ursula aus Lingen. Ja, also das hat mich unheimlich gefreut. Also die Karte ist wirklich, wirklich wunderschön. Also ich hätte sie nicht besser machen können, also richtig toll. Und ich habe auch von ganz vielen liebe Menschen von euch, habe ich quasi gesehen, wie ihr mein Video umgesetzt habt. Also auf verschiedenste Art und Weise und ich finde es super. Ich finde es richtig toll. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank, dass ihr das auf unserer Facebook-Gruppe und überall postet und ja, dass ich das auch finde und aussehen kann. Ich hoffe, ich habe alle gesehen, ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin, ja, also ich war, das war, ist irgendwie ein tolles Gefühl, wenn man weiß, ja, da hat man eine Idee gehabt oder hat es einfach gezeigt in einem Video und es ist schön bei euch angekommen und freut mich wahnsinnig. Und ja, genau, da sind wir schon bei dem Hauptthema. Und zwar gucken wir ja jetzt alle im Moment gern die Videos von der Luise an. Hallo Luise. Ja, die gucke ich auch gern an. Ich freue mich jeden Tag drauf, wenn wieder ein Türchen geöffnet werden kann. Und ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor der Luise, weil also ich wüsste nicht, also wenn ich das hätte machen müssen, ich glaube, ich hätte Minimum im Januar anfangen müsse, dass im Dezember dann, dass es da möglich ist, jeden Tag ein Türchen aufmachen zu können. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was sie sich für eine Arbeit gemacht hat. Und ich weiß, sie hat nicht im Januar angefangen. Ich würde sagen, gerade im Gegenteil, ist unglaublich, was die Frau leisten kann. Also wirklich, ich weiß, dass sie, wir reden ja jeden Tag miteinander, ich weiß, dass sie jeden Tag noch mit beschäftigt ist. Also der Adventskalender ist noch nicht im Kasten hundertprozentig. Sie schafft da jeden Tag dran, damit wir immer ein Türchen öffnen können. Also das finde ich wahnsinnig. Ja, und ich hinke etwas hinterher. Weil ich mache nur andere Videos und ja, es ist halt, aber ich möchte halt ihre Sache auch machen, weil ich finde auch die Idee ganz, ganz toll. Und was mich auch total fasziniert, wenn ich dann auf Facebook gucke oder auf Instagram, wie ihr das umgesetzt habt, dann ist das Wahnsinn, wie kreativ alle sind und wie sie das für sich selber mit ihren Möglichkeiten umsetzen. Also das ist wirklich gigantisch. Also müsst ihr euch wirklich mal angucken. Das ist richtig toll. Und die Luise hat da so eine Prompts-Liste gemacht. Ich habe die jetzt für mich ausgedruckt. Die findet ihr auf der Luise ihrer Homepage. Und ja, ich habe heute den Prompt, also Türchen Nummer 3 gemacht. Die Prompts hieße Knopf, Scraps und Cluster. Ja, in der zweite Advent. Also es ist eigentlich der 6. Dezember, aber Susannchen kommt nicht hinterher. Und da lebe ich einfach nach dem Motto, besser spät als nie. Also, und es ist einfach so. Es ist ja wurscht, wenn ihr das macht. Ihr macht es halt, wenn ihr mal Zeit habt oder wenn ihr Lust drauf habt. Und wenn euch irgendwas jetzt nicht so behagt, dann macht ihr es halt nicht oder macht es irgendwann. Da ist ja kein Zwang dahinter und kein Druck dahinter. Man kann das machen. Also manche sind ja jeden Tag voll dabei. Also alle Achtung, gell? Also muss ich sagen, das ist toll. Weil es ist wirklich eine Auszeit für euch, die ihr euch nehmt und wo ihr das auf eure eigene Art und Weise einfach umsetzt. Und um das geht's. Ihr seid kreativ und habt ein bisschen Zeit für euch. Und das finde ich toll. Genau. Und ich habe die kleine Cluster da gemacht. Die liege jetzt da unten. Ich sehe sie die ganze Zeit schon. Und ja.
Was ich euch auch noch sagen will, vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Das war nämlich gestern zum Beispiel bei mir die Hauptaufgabe des Tages. Es ist zum Beispiel immer so, oder es kommt oft vor, dass ich von verschiedenen Leuten angesprochen werde. Also egal, ob auf Facebook, Instagram, Messenger oder sonst wie. Und immer wieder kommt es halt vor, dass ich gefragt werde, wo ist das Lineal her? Was ist das für ein Kleber? Wo ist das Zerreißlineal, wird ganz oft gefragt. Und ja, also nach den Materialien, die ich benutze. Und jetzt habe ich beschlossen, ich mache das jetzt wie die meisten YouTuber auch. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Naja, das war jetzt gestern so meine Aufgabe des Tages. Ihr wisst ja, ich bin nämlich ganz so jung und frisch, sage ich jetzt mal. Das war nicht so einfach für mich. Aber ich habe es hingekriegt. Also bin ganz froh, dass das jetzt runterhängt. Also ich habe es jetzt unter den neuesten Videos habe ich es jetzt mal drunter gelegt. Bei manchen ist die Liste ein bisschen verkürzt, weil da darf man nur so eine begrenzte Anzahl an Buchstaben machen in den Infoboxen. Und also um das zu machen, ich muss ja sagen, also ich war selber erstaunt. Ich bin in mein Amazon-Konto reingegangen und habe mal geguckt. Da kann man ja mal gucken, was man im Jahr 2020 zum Beispiel bestellt hat. Also ich hoffe jetzt nicht, dass mein Mann das Video anguckt gerade. Also müssen wir ein bisschen pst. Das war ganz schön viel. Aber ich muss sagen, ich benutze das auch alles. Also das ist einfach ein Hobby. Ja, da wird viel aus Junk und aus Müll gemacht, aber manche Sachen braucht man einfach. Und wenn es vom Kleber angefangen ist, über irgendwelche quasi Locher oder Stanze oder mein Krokodil oder diese Lineale oder Stifte oder Farbe. Ich meine, wenn man vorher ein anderes Hobby gehabt hat oder gar kein so Hobby gehabt hat, dann hat man die Sache halt im Normalfall nicht wirklich daheim. Und da habe ich mir festgestellt, zu meinem eigenen Erstaunen, da ist ganz schön was zusammengekommen. Das, was ich euch unten verlinkt habe, das sind wirklich nur Sachen, die ich tatsächlich besitze. Ich habe euch nur Sachen verlinkt, die ich selber gekauft habe und die ich auch probiert habe und wo ich auch dahinter stehen kann. Also was anderes kommt da nicht runter. Ich habe hier vorne noch ein paar andere Sachen stehen, die habe ich noch nicht probiert, also sind die auch nicht runter. Wenn ich die probiert habe mal und es hat mich überzeugt, kommen sie mit auf die Liste, wenn es irgendwo Platz hat. Genau, und so ist das jetzt einfach, wenn ihr was seht, was euch interessiert, dann guckt mal einfach unter dem Video, vielleicht findet ihr es da. Und ich habe euch immer so ein kleiner Beispiel, also ein kleines Sätzel davor geschrieben, dass ihr die Liste ist halt schon lang. Und ich habe euch immer ein kleiner Satz davor geschrieben, dass ihr in etwa wisst, von was jetzt die Frau Bohlenhut-Art da jetzt schwätzt. Genau. Und natürlich, das muss ich euch natürlich auch sagen, das ist so, wenn ihr da was bestellt über diesen Link, also ihr könnt da direkt hinter draufklicken auf das Blaue, dann kommen wir halt direkt zu Amazon und dort ist es für euch ganz normal, wie wenn ihr sonst auch bestellt. Das ist nicht teurer oder so, nur weil es jetzt von meiner YouTube-Seite her kommt. Für euch ist der ganz normale Preis, den es aktuell halt hat. Aber wenn ihr das macht, bekomme ich eine kleine Provision. Und das ist nämlich eine Art, wie man YouTuber ein bisschen unterstützen kann. Die viele YouTuber haben das ja, dass die ihre Materialien drunter verlinken. Und ich muss aber auch sagen, ich nutze das auch. Ich habe auch schon bei verschiedenen Leuten was bestellt. Wenn ich zum Beispiel irgendwas sehe, was die benutzen und ich denke, oh, das ist aber toll, dann gucke ich direkt in Infobox, ob das drunter verlinkt ist. Und meistens habe ich Glück gehabt und habe es darüber gleich bestellt. Weil ich aber nicht Lust habe, das lang zu suchen. Ich weiß ja manchmal nicht, wie das Zeug heißt genau. Und da habe ich halt da drunter drauf gedrückt. Ich weiß, dass die Leute dann ein paar Cent bekommen. Das ist ja quasi, weil mir ja Werbung mache für diese einzelnen Produkte. Darum kriegt man da eine kleine Provision. Und mir hat es nicht wehgetan. Ich habe gewusst, denen tut es ein bisschen gut. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Also ich mache das selber so. Also ich habe selber schon, wenn ich was kaufe und ich sehe was in Videos, was mich interessiert, dann habe ich das selber schon so mir meine Materialien gekauft. Genau, jetzt wissen wir das, was da neu ist. Was wollte ich euch noch erzählen? Ah ja, noch was ist neu, wird nicht bei jedem Video so stattfinden, aber ab und zu. Und zwar, jetzt kommt dann ein Video. Also dieses Video wird jetzt auch so sein.
Ich werde da jetzt danach, wenn es losgeht, das heißt Voice-Over machen. Also ich schneide das Video, ich habe gebastelt, ich habe da gar nicht gesprochen diesmal, weil das ermöglicht mir, das schneller zu schneiden, weil ich habe festgestellt, ich habe euch ja letztens schon gesagt, ich muss mir was überlegen. Mir geht zu viel, ich will jetzt nicht sagen, Zeit verloren, die Zeit ist schon nicht verloren. Da kommt dahinter ein schönes Video bei raus. Aber meine kreative Zeit geht ein bisschen verloren, weil ich schneide halt manchmal an Videos 12 Stunden. Und jetzt ist schon wieder Sonntagabend und ich habe heute nur das da drehen können und sonst noch nichts. Und eigentlich, ja, möchte ich eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben. Gerade am Wochenende ist halt meine Videodrehzeit und dann hätte ich einfach gerne ein bisschen mehr Zeit. Und so habe ich jetzt am Freitag Video geschnitten und am Samstag der halbe Tag Video geschnitten und so weiter. Und da hätte ich eigentlich schon gern was gebastelt gehabt. Ja. Und darum habe ich das jetzt mal probiert. Das Video, was am. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video jetzt kommt. Nein, egal. Wahrscheinlich kommt. Egal. Ihr werdet es sehen. Also es kommt ein Video mit dieser Mutausbruchseite. Da habe ich das erste Mal probiert mit dem Voice-Over. Also für mich hat es gut geklappt. Ja, ich konnte einfach ein bisschen schneller schneiden, habe euch aber alles erklärt. Also ihr hört mich, ich rede da auch mit euch und erkläre euch alles, was ich gemacht habe. Und jetzt möchte ich das nochmal so probieren und ich hoffe, das funktioniert. Und genau. Ja, andere Videos sind dann wieder quasi wie live. Ja, so ist jetzt der Plan. Ich würde sagen, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich euch alles erzählt, was ich euch erzählen wollte. Ich hoffe doch. Ansonsten tue ich mich nochmal einfach einklinken. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Manchmal sage ich Tschüss und dann komme ich trotzdem nochmal mit irgendwas hinterher, wo ich euch sagen wollte. Genau. Ne, ich glaube, irgendwie habe ich was im Kopf, wo ich noch denke. Also, auf jeden Fall wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Bleibt kreativ, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich freue mich über eure Kommentare wieder. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist ein tolles Papier. Buchseidepapier geht auch immer. Ja, und hier seht ihr jetzt, wie ich so meine Papiere und alles, was ich so gesammelt habe, zusammensuche. Hier habe ich jetzt eine Dose mit so schönen Holzknöpfle, die habe ich mal bekommen von einem Happy Mail. Und ja, jetzt geht es schon los. Ich nehme mein erstes Papier. Das ist eigentlich ganz schön gewesen. Ja, ich habe es jetzt trotzdem verrissen, weil ich fand die Farbe so schön. Ja, und dann habe ich mal direkt angefangen, gleich 4 Häufchen zu machen, weil ich möchte ja 4 solche Cluster kreieren. Und ich habe jedes Häufchen die gleiche Papiere gemacht. Also quasi die Basis besteht immer aus dem gleichen Papier, aber hinterher, das sehen wir dann, sieht es, jedes einzelne sieht anders aus. Ja, da schaut das rote ist übrigens Teebeutelpapier. Ich tue meine Teebeutel trocknen und ausschütte. Das zeige ich euch auch mal bei Gelegenheit. Und das ist das nämlich tolles Papier. Roter Tee macht halt rotes Papier und Schwarztee macht braunes Papier. Genau. Und jetzt geht's los. Mein geliebtes Oxide Ink kommt immer zum Einsatz. Früher habe ich es nie benutzt, weil ich es nicht gecheckt habe, warum. Aber jetzt nehme ich das immer. Ich finde es super. Genau. Naja, und jetzt überlege ich mir, da habe ich noch ein bisschen viel drüber nachgedacht, in welcher Reihenfolge, dass man halt von jedem Schnipsele irgendwas sieht aus. So lege ich mir das einfach hin, so ein bisschen im Kreis rum. Und ja, man sieht ja dann am Schluss von oben nur wirklich von jedem kleinen Teil so ein kleines Eck, gerade wenn noch ein bisschen Dekoration drauf kommt. Aber so ist es ja gewollt. Das Band, das Grüne, habe ich auch vom Happy Mail mal bekommen. Das hebe ich mir alles auf und ja, da freue ich mich auch. Und ich kann mich dann auch erinnern, welches Happy Mail das war und so. Und ja, denke da immer mit Freude noch dran und ja, und freue mich auch, dass ich das Band und so aufgehoben habe. So, die Ecke außer, die, ja, das war mir zu eckig, also mal so ein bisschen abgeranzter. Das gefällt mir immer, wenn das so abgerissene Kante sind.
nochmal ein bisschen braun hinterher. Und jetzt überlege ich halt, welche Dekoration ich da drauf mache. Ne? Das ist immer, finde ich, das schwierigste Part, wenn man da so viel Auswahl hat und man weiß nicht so richtig. Na, habe ich mich für das Vögele entschieden. Ganz einfach. Irgendwie dachte ich, ja, wer weiß, wann das mal zum Einsatz kommt. Ich möchte sowieso demnächst mal so ein Journal machen für eher entweder für Kinderbilder oder so. Und dann dachte ich, ja, das sowas wird da auch gut reinpassen. Und um so ein Vögele dann zu dekorieren, mache ich einfach den Faden einfach rein raus und mache einfach einen Knoten vorne drauf. Also bei mir ist ja, sehen wir schon oft gesehen, die Fäden kommen vorne aus dem Knopf raus, was ja nicht so normal ist, aber mir gefällt es so, weil ich finde, die Fäden, gerade der jetzt ist auch einer meiner Lieblingsfäden mit dem Goldfaden da nochmal drumherum, die darf man doch sehen, die sehen doch hübsch aus. Und ein bisschen Dingeldangel darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ist ein bisschen schwierig zum Auffädeln, aber es geht. Ich habe sogar, das sehen wir jetzt gerade, eine Paillette, die bohre ich ein bisschen auf mit meinem Piekserle, dass die ein bisschen das Loch größer wird. Und dann kann man die als Abschluss auch auffädeln. Das ist eine tolle Sache, weil wenn ihr da jetzt so einen Knoten drauf macht auf euer Schnürle, dann rutscht euch eine Perle, hat ja manchmal noch ein größeres Loch. Dann kann euch die Perle wieder drüber rutschen. Und das wollen wir ja nicht. Aber ja, so eine Paillette, das klappt ganz wunderbar. Genau, jetzt habe ich das Dingeldangel dran und jetzt muss das Vögele einfach nur noch auf das kleine Cluster-Element drauf. Und dann nehme ich ganz einfach meinen Lieblingskleber von Action, dieser Tacky Glue, und der klebt wirklich bombig. Ah ja, und damit ich das nicht jetzt 10 Minuten festhalten muss, nehme ich immer meine Klammern. Ihr könnt da alles Mögliche nehmen, ich glaube Wäscheklammern gehen auch. So mal als kleiner Tipp am Rande, Hauptsache ihr müsst es nicht festheben. So, und schon geht's ans Zweite. Und ihr müsst natürlich nicht die Reihenfolge, also so ein Gedächtnis hätte ich jetzt nicht, dass ich noch genau gewusst hätte, wie jetzt die Reihenfolge beim Letzten war. Und das wollte ich auch bewusst jetzt anders machen. Ich finde, ausschlaggebend ist ja immer das letzte Blatt Papier, was obendrauf dann liegt. Das gibt so ein bisschen der Ton an, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dann extra ein bisschen in einer anderen Reihenfolge gemacht, weil ich wollte zwar das gleiche Material benutzen und trotzdem, dass jedes individuell aussieht für sich selber. Und mit meinem Oxide oder Distress Ink, ich habe kein Oxide Ink, sorry, das habe ich euch gerade falsch erzählt, ich habe Distress Ink. Da ich es mir jetzt einfach gemacht, bin einfach außer einmal komplett drumherum nach dem zusammen geschusterten Zustand schon. Und da tausche ich jetzt noch mal ein bisschen was aus. Da habe ich mir eben überlegt, ich möchte vorne lieber was ganz Helles. Und ja, das ist halt so Spielerei, das müssen wir einfach gucken. Ja, da kann man sich verweilen, da kann auch wirklich die Zeit drauf gehen, wenn man sich nicht so gleich entscheiden kann. Aber irgendwann muss man mal zum Punkt kommen. Und der ist halt jetzt gekommen. Mit den Knöpfle, da habe ich mir jetzt ein bisschen schwerer getan, aber die Form von diesem Cluster, die hat mich irgendwann daran erinnert, an so eine Brosche. Also ich hatte früher mal so eine Art Brosche, wo man noch Brosche getragen hat. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, irgendwie sieht es für mich aus wie so eine Brosche, wo man so an einem Mantel dran gemacht hat oder an einem Pullover oder so. Irgendwie hat mir das gefallen. Und ja, da kommt das goldene Teilchen da zum Einsatz. Das ist so ein Band eigentlich. Und wenn man an dem Band zieht, dann wird es ein goldener Faden. Ich habe das euch schon mal in irgendeinem Video von mir, zeige ich euch das. Ja, und jetzt benutze ich das auch immer, weil die Fäden sind einfach dekorativ, das kann man nicht anders sagen. Ja, und zuerst dachte ich nehme diesen Schmetterlingsknopf, aber dann ist mir, da habe ich noch ein bisschen was rumprobiert und auf einmal habe ich in meinem Schmuckkästle das Teilchen hier gefunden und ich finde, das passt jetzt wie die Faust aufs Auge irgendwie zu diesem Draht oder zu diesem Gewebe, was ich da hingemacht habe. Und das sieht jetzt ein bisschen aus wie so eine Blume. Und das hat mir gut gefallen. Und darum habe ich beschlossen, die Prompts von der Luise, da werde ich jetzt mal eine kleine Ausnahme machen und da mal keinen Knopf drauf machen, sondern dieses Deko-Element.
Und festmachen tue ich das, hier seht ihr gerade, das ist mein doppelseitiges Klebeband. Also das liebe ich über alles. Ich kann es euch nicht anders sagen, weil ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gemerkt habt, ich benutze da gar keine Schere. Das kann man einfach abreißen. Das ist so genial. Ich habe das immer bei den amerikanischen Mädels gesehen und habe gedacht, boah, so ein Klebeband möchte ich auch mal, wo man einfach nur abreißt und nicht immer mit der Schere rummachen muss und wo es sich auch dann gut ablöst, also von dem Papier. Und das ist wirklich ganz toll. Also falls ihr euch für das mal interessiert, dann guckt mal unten in der Infobox, meine ich, habe ich es. Ich meine, ich habe es reingeschrieben. Wenn nicht, dann schreibe noch mehr, dann sage ich euch, wo es das gibt. Und übrigens, das hebt wahnsinnig gut. Obwohl es, ich habe jetzt eins genommen, nur es hat nur 6 mm Breite, aber mache ich halt zwei Streifen nebeneinander, wenn ich es breiter brauche. Und das hat richtig hohe Zugkraft, sagt man da. Merkt man wirklich. Genau. So, und jetzt sind wir schon am nächsten dran. Ah, der schwarze Stoff, den finde ich auch ganz toll. Den habe ich mal von einer Happy Mail gekriegt, von der Regina Hüblein. Und am Anfang dachte ich, für was nehme ich jetzt den, gell? Weil so schwarz, aber das macht so ein richtig toller Kontrast. Und das Gold da dabei, sowieso, gefällt mir auch im Moment sehr gut. Passt auch irgendwie zu Weihnachten. Und ja, und darum hat es da jetzt mal zum Einsatz kommen dürfen. Ich werde das ja, öfters benutzen. Weil jetzt ist es angebrochen. Wenn bei mir App schon angeschnitten ist, dann wird es öfters verwendet. Und das sind ja jetzt die Schnürle, was ich da verwende. Die tue ich auch gern so aufbröseln, sage ich jetzt mal. Weil das sind ja lauter einzelne Fäden. Und ich finde, das macht auch wieder so ein toller Effekt. Und da habe ich das jetzt einfach gedacht, ich tackere das jetzt da oben hin, unten guckt es raus und oben guckt es ein bisschen raus. So habe ich mir die Dekoration da vorgestellt und habe das da jetzt eben festgetackert, aber seht ihr, man kann das eigentlich noch unten raus ziehen. Und das ist natürlich nicht so prickelnd, gell? Also nicht, dass da mal jemand dran zieht und dann ist das ganze Ding da verschwunden. Und da habe ich mir überlegt, ich nähe das fest. Und das ist jetzt mein wirklich Lieblingsfaden, der ist ja da von, wo ist er her, von Kick. Und der ist auch dünn genug, um durch eine relativ dicke Nadel zu gehen. Weil der andere, wo wir vorgesehen haben, der war mal von Action, der geht bei mir nicht durch die Nadeln durch. Aber der dünne da, der geht. Und ja, und jetzt nähe ich das Knöpfel da einfach fest und nähe da dabei einfach auch diese Fäden, die ich vorher dahin getackert habe, einfach nochmal so. Die wäre automatisch ein bisschen mit dran genäht. Genau. Und ja. Ich finde, wenn ihr so einen Knopf irgendwo wirklich hinnäht oder so, das ist schon mal so eine andere Geschichte einfach. Das erstens, also mir macht es auch Spaß. Der Knopf, der sitzt dann auch richtig bombefest. Wenn man sie nur anklebt, kann schon sein, die fliegen mal ab. Aber wenn er sie annäht, dann passiert normalerweise nichts. Ne? Und wenn ihr einen dekorativen Faden nimmt, dann sieht es auch hinterher noch hübsch aus. Und jetzt habe ich das einfach abgeschnitten und dann kommt bei mir meistens entweder ein Knoten drauf oder ein Schleifle drauf. Das probiere ich einfach manchmal aus und naja, wenn es dann nicht so prickelnd ist, dann wird es halt wieder aufgemacht und dann ist es halt kein Schleifle, mein Gott. Das war jetzt in dem Fall auch so und darum habe ich es aufgemacht und habe einfach diese Fadenende ein bisschen kürzer gemacht und das ist für mich genauso Dekoration ohne Schleifle. Oben tue ich jetzt noch mal ein bisschen die Schnur auseinander und schon war's fertig. Das hat mir gut so gefallen. So ein bisschen wilde Hilde, das darf ruhig mal sein. Und da habe ich jetzt wieder mein Papier zusammengelegt und dann habe ich mir im Schreibtisch so umgeguckt, wie immer. Und ich benutze gern einfach Sachen, die so rumliegen. Also, das henne ja sicher auch. Also, bei mir liegt da öfters mal was rum, aber dann denke ich immer, das ist zu schade, um wegzuschmeißen. Irgendwie überlege ich mir dann Wege, wie ich das benutzen kann. Und da habe ich schon mal ein bisschen rumprobiert, was ich nachher da drauf machen könnte. Und auf einmal habe ich da noch so ein paar Fädele gefunden. Die sind da so einsam rumgelegen. Die waren schon so kurze Stückle, das sehen wir da. Mit denen kann man eigentlich nichts mehr anfangen. Aber bei mir schon. Also ich nehme die. Ah ja, und der kleine Freund und Helfer da, der ist mir leider abgerissen, der Draht unten. Wo ich probiert habe, ein zu dicker Faden durchs Nadelöhr zu ziehen. Und darum ist da jetzt für mich Dekoration.
Das schmeiße ich nicht weg. Das hat jetzt noch mal ein zweites Leben verdient bei mir. Und das sieht doch toll aus. Also mir gefällt es. Und auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob es jeder gleich erkennt, dass es so Nadelöhrfädler da war. Ja, und jetzt habe ich mich umentschieden, habe mich für den Schmetterling entschieden. Und zwar mit der Holzseite nach oben. Und das Ganze möchte ich jetzt auch wieder annähen. Mit meinem dünneren Fädele, wo auch funktioniert, Gott sei Dank. Und da ist es jetzt so, das sind halt ein paar dicke Schichten. Und ich gehe sogar mit der Nadel durch das Metall durch. Also da müssen wir wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn wir das hinten nicht rauskriege, dann nehmen wir noch, wie ich es mache, eine kleine Zange. Und dann habt ihr einen guten Halt, einen guten Griff. Und dann könnt ihr das super rausziehen. Aber wie gesagt, langsam den Druck aufbauen, nicht, dass euch die Nadel abkracht oder so. Und dann funktioniert es schon. Also, wie sage ich immer, mit Geduld und Spucke. Also Spucke lassen wir weg, das sage ich auch mal dazu, aber Geduld braucht man schon immer ein bisschen, gell? Aber es macht ja auch Spaß. So, jetzt kommen wieder Knoten drauf. Und ja, die Fäder habe ich jetzt einfach ein bisschen länger gelassen, weil ein Fädele, ein bisschen Friseur noch gespielt, außer so ein bisschen abgeschnitten, die Härchen da. Und natürlich ein paar Perlen wieder aufgezogen. Also so ein bisschen Dingeldange, ich finde, das geht immer. Und da habe ich mir auch wieder Paillette hingelegt und so. Und ja, da habe ich sogar eine Papierperle noch gehabt. Das habe ich nämlich vor ein paar Wochen auch mal selber gemacht, wo ich damals mein Dingeldange gemacht habe für mein Junk Journal. Hatte ich auch so Papierperle gemacht, genau, und die hatte ich noch übrig. Und das war's schon. Und schon sind sie fertig, unsere vier kleine Cluster. Hat unheimlich Spaß gemacht. Das Vögele kriegt jetzt noch ein bisschen so einen Umhang, würde ich jetzt fast sagen, mit diesem besonderen Gewickelter, was ich da habe. Dass das ja so ein bisschen noch ein bisschen dekoriert ist. Das hat Luise auch so gemacht mit so einer schönen Fade und genau. Also, und da mache ich es auch nochmal mit doppelseitigem Klebeband fest, dass der nicht davon fliegt. Also das doppelseitige Klebeband hebt natürlich auch so einen Faden da fest. Einfach dazwischen klebe. Und genau, der Faden drauf und zwischen das Papier. Und die Sache ist geritzt. Das fliegt jetzt nicht mehr runter. Naja, also wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, das hat unheimlich Spaß gemacht. Vielen Dank an Luise, dass sie sich die viele Arbeit gemacht hat und uns die tolle Idee liefert. Also ich finde es genial. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und zeigt eure Ergebnisse unter diesem Hashtag, den habe ich ja vorher eingeblendet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.